Wir haben die Verhandlungsdelegation beider Parteien heute in Istanbul zusammengebracht. Das ist wichtig und weist darauf hin, wie bedeutsam wir einen Frieden zwischen den beiden Staaten halten. Zu Beginn des Treffens sprach Präsident Erdogan zu den Anwesenden, was wichtig ist für diesen Prozess. Und wir haben auch mit Genugtuung festgestellt, dass die Parteien einander näher kommen. Wir haben immer darauf hingewiesen, die wichtigste Frage hierbei ist sicherlich ein Waffenstillstand, der möglichst bald erreicht werden muss. Außerdem braucht man eine dauerhafte politische Lösung. Der Krieg muss jetzt aufhören, damit nicht noch mehr Menschen sterben. Tausende sind schon gestorben, Millionen sind vertrieben worden. Einige Fortschritte sind erzielt worden. Und Sie haben ja gehört, was die Delegationen gerade erklärt haben. Sie haben einen Konsens erreicht. Der wichtigste Fortschritt wurde heute eigentlich erreicht, seit Beginn der Verhandlungen überhaupt. Und es wird daran gedacht, dass die Außenminister ebenfalls zusammentreffen werden, um eine gemeinsame Vereinbarung auszuarbeiten. Und die Präsidenten der beiden Staaten werden sich auch treffen. Jedenfalls steht das auf der Tagesordnung. Wie schon in Antalya deutlich gemacht, haben wir mit den Parteien getrennt auch gesprochen und wir haben zu einem möglichst baldigen Waffenstillstand geraten, haben auch die Frage der humanitären Hilfe angesprochen und die Öffnung humanitärer Korridor neben allen anderen besprochenen Fragen. Heute sind 5000 Bürger evakuiert worden. Wir haben zusammengearbeitet mit den Parteien, mit den internationalen Organisationen, auch für die Evakuierung unserer eigenen Bürger und der Bürger von Drittstaaten. Darüber hinaus haben wir das Thema angesprochen, dass in der Region Gespräche über diese anstehenden Fragen geführt werden müssen. Das weist darauf hin, dass die türkischen Parteien ebenfalls Wert darauf legen, dass dieses Treffen hier stattfinden konnte.